Ja, hi Leute und willkommen zum neuen Part von Let's Play Borderlands. Und ich habe mir zusammen mit Stefan noch ein bisschen Verstärkung geholt. Und zwar hier, What the Uber. Den fürchterlichen und erschreckenden roten Berserker. Bei dem mit super engen Jeans. Bei dem das Mikro gerade fehlt. Deswegen schreibt er mit uns über den Chat. Jo. Also, ja. Also rechts steht immer im Chat, was er schreibt. Also achtet euch mal ein bisschen dann rechts halt auf den Bildschirm und den Rest nicht schauen. Nee, Spaß. Ist ja in Ordnung. Aus welchem Spielzeugland hast du die Pistole? Das sah ja richtig witzig aus. Kann das sein? Es ist kein Witz, ey. Der zerbricht das Ding mit einem Handel. Vor allem, das ist eine MP, die du mit beiden Händen hältst und der benutzt eine. Der will nur angeben. Ich brauche Munition. Habe ich eigentlich? Ja, doch. Ach ja, wie ich es hasse, gleich gegen diesen großen, dicken da zwar anzutreten. Ich meine nicht dich, Berserker. Wir sind ja gute Freunde, ne? Also hau mich nicht. Ich bin auch ganz lieb. So, kannst du losgehen? Ja, ich würde sagen, ja. Da hinten ist schon mal ein Killerband. Der ist sogar schon in 15. Jawohl, ja, ich bin schon fast tot. Wie geht denn das? Der ist ein bisschen stark. Ah, das ist ein knallharter Räuber. Weißt du, dass das irgendwie voll fehlt, dass wir immer nur diese ekligen, starken Gegner an die Backe bekommen? Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, irgendwie schon, aber ich verstehe nicht ganz, wieso ich jetzt wieder am Leben bin. Egal. Dankeschön! Nee, find ich cool. Hab ihn. Hallo? Fängt lass ihn in Ruhe. Wahrscheinlich bist du ein Level aufgestiegen, deswegen hast du. Naja, das kann sein. Aber wieso? Es ist ja kein Gegner kaputt. Kein Gegner gekillt. Ah, Schläger. Lass mich zurück. Hilfe! Oh, das gibt böse aufs. Alter, jetzt habe ich den Kill nicht bekommen. Wieso das? Scheiße, ich wollte dich gerade heilen. Oh, ist richtig! Ey, das ist doch mal echt der beschissenste Anfang überhaupt. Kein Scheiß. Aber wieso sind denn die hier schon irgendwie so stark? Wir haben ja keine Mission übersprungen. Wir können ja mal einen fragen, der sieht sehr lebendig aus. Hallo, warum bist du so stark? Du, antworte mir. Stell mich nicht auf die Probe. Mir liegt da gar keiner. Wie, da liegt keiner bei dir? Nee. Bei mir schon? Ist bei jedem irgendwie anders bei Borderlands. Ich kann gleich mal meinen Levelpunkt hier verteilen. Mein Skillpunkt. Ah ja, siehst du? Du bringst mich gerade auf die Idee, das könnte ich auch mal tun. Was denn hier? Irgendwie kotzt mich das so an, dass es hier. Hab ihn. Ja. Ich heb's mal auf.
So. Ah, jetzt haben wir ja die Mission mit dem Claptrap, der hier liegt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ist hier eigentlich. Ich weiß es aber. Warte. Ich hab ein Medikit gefunden. Ja, ich könnte es gebrauchen. So. Da ist es doch. Okay. So. Ja, was war das? Keine Pause. Oh, freilich. Wie schmeckt dir das? Verdammt, stehst du jetzt auf? Braucht jemand ein Medikit? Pistole mit Explosionsschaden wäre Interesse ran? Nee. Anscheinend nicht. Dich. Jetzt eine SMG, aber ich habe keine Ahnung, wie scharf ist eigentlich deine. Die ist schön. Was schmeißen wir denn dafür mal ab? Die hier schmeißen wir ab und die hier schmeißen wir ab. Ja. Boah, erschreckt mich nicht immer, so ein großer Kerl. So. Gab's nicht zwei Wege? Nee, ne? Es gab nur einen. Nein. Es kommen ja hier diese kleinen komischen Typen. Ja, hier kommen ein paar kleine. Was machen denn die alle so schade? Alter, das kotzt einen richtig an, dass die hier so viel aushalten. Ich bin in ein Loch gestürzt. Was ist das denn? Das soll wohl ein Witz sein. Was hat's hier unten? Ah nein, jetzt kommen wir ja schon zu dem. Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. Okay, ich dachte schon. Nee, jetzt müssen wir noch. Was müssen wir jetzt eigentlich noch machen? Na, immer dem Pfeil nach, ne? aber erstmal hole ich mir hier die Kiste. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Schrotflinte, eine blaue und eine SMG, die mich interessiert. So, hoffentlich ist die jetzt ein Stück besser als die, die ich gerade eben in der Hand hatte. Okay, dann gehe ich unten lang. Oh, danke schön. Den wollte ich gerade eine reinwürgen. Na, wie
Ja, du tötest immer die, die ich benutzen will, um wieder aufzustehen, ne? Oh, mit der Waffe bewege ich mich aber relativ schnell. Wann kommen eigentlich die ersten Revolver? Ist der so spät? War schon wieder ein knallharter. Also langsam immer diese knallharten, das ist scheiße. Ach, jetzt kommt der Dicke, ne? Na gut. Ja. Na? So, dann wollen wir mal. Ja, geil. Ein Treffer und ich bin gleich mal da. Oh, lol. Fast nichts mehr. Ach du heilige Scheiße. Oh, jetzt will er mich. Schlüssel? Das Ding hier, ne? Du solltest die Mine jetzt betreten können. Es steht nichts mehr zwischen dir und Sledge. Und wir sind der Kammer einen Schritt näher gekommen. Ich glaube an dich. Na, dann wollen wir mal. Besuchen wir doch mal Sledge. Wo ging es denn hier oben nochmal lang? Da gibt's glaube ich Munition oder so. Ich glaube, da kann man einfach Muni holen. Nicht, dass wir irgendwelche Kisten über. Doch, Kisten übersehen. Weil dass die Gegner hier so stark sind, das kotzt mich ja so ein bisschen an, ne? Jedes Mal irgendein Level 15er oder sowas und die polieren uns nur die Schnauze. Aber irgendwie ist das ja komisch, weil ich wüsste nicht, dass wir irgendwie eine. Wir haben ja alle Missionen gemacht bis hierher, die überhaupt möglich war. Wie komisch, dass dann die hier so stark sind. Also das Snipen ohne Sniper-Klasse ist mir noch etwas ungewohnt. Wo seid ihr? Ach ja. Nee, ganz knapp nicht mehr gereicht. Na, ist nicht genau. Was ist denn los hier? Alles geheim. Ich bin weg.
Haha. Ich lach mich kaputt. Ich hab fast keine Muni mehr. Glaubst du, ich hab ganze 15 Kugeln im Magazin? Ich bin falsch, so ist es. Ich hab nur noch Sniper-Munition. Und Snipen finde ich irgendwie extrem schwierig. Warum hier also ohne Sniper-Klasse. Diese MG wollte ich mal abgeben. Aber egal. Gar nicht schlecht. Das sagt der Sniper. Das wollte ich eigentlich gar nicht aufheben, aber egal. Ah, Munitionsautomat, ich komme. So. Ja, stoß dir den Kopf genau. So, also raus hier würde ich sagen, oder? Jo. Bereit? Anscheinend nicht. Ja, versteck dich hinter dem großen Kerl. Genau. So. So, jetzt bereit? Bereit, okay. Komm, Attacke. Autsch. Irgendwie hätte ich das irgendwie mir so leichter vorgestellt, mit der Syrian zu spielen. Sobald man dann die Elementarwaffen hat, ist sie einiges stärker. Weil die ist ja darauf irgendwie spezialisiert, so teilweise. Ja, deswegen brauche ich auch Elementarsniper. Normalerweise nehme ich lieber die, die ohne Elementar sind, aber naja, was soll's. Ich wollte ja mal auf Sniper hier spielen. Soll ja auch angeblich sehr gut. Ja, wie gesagt, wenn dann halt die Elementarwaffen irgendwie vorkommen. Ach, überhaupt nicht getroffen da. Ja, jetzt brüllt er rum, ich hätte niemals herkommen müssen. Ich habe mir das auch nicht ausgesucht, Penner. Ich wurde dazu gezwungen. Oh, eine total schlechte Feuer-SMG. Kann ich nicht gebrauchen. Da war der Sniper schneller als ich. Wo siehst du noch wen? Ja, der stand da oben. Wow, so. Was war das? Hier liegt was Blaues. Elementargranaten. Kannst du dem, wenn du willst. Oh, jetzt kommen die Viecher. Uff. Hat wer Interesse an einem Feuerschild 129? Erzeugt große Feuernova, wenn aufgebraucht. Hat da wer Interesse dran? Nee, ich nicht. Ich nicht. Okay. Wie viel? 129 oder was? 129. Nee, da habe ich ein besseres.
Erzeugt dann halt noch eine Feuernova. Alter, das ist ein großer Vogel. Erzeugt halt noch eine. Ja, okay, aber ein Sniper? Da ist man ja nicht so im Nahkampf. Naja, wenn sie dir zu nahe kommt und dir ein Schild platzt, dann kriegen sie nochmal Feuerschaden ab. Da oben sitzt einer. Zack. Also irgendwie gefällt mir diese SMG hier. Ja, die SMG macht Spaß. Durchaus. Ich bin schon wieder ein Level up. Ja, ich auch. Warte mal. Zu fest. So. Wir haben Medikit gefunden. Komm, den schaffst du. Oh! du, das finde ich jetzt ein bisschen ungemein, ne? Hast du mir den wieder vor der Nase weggeschossen? Alter, ich treffe nix. So, erstmal Skill verteilen wieder mal. Ich glaube, an diesem Ort, wo das Ledge ist, bekommt man die ersten Revolver, so viel ich weiß. Hm? Da, wo das Ledge ist, bekommt man, glaube ich, die ersten Revolver. Ich mich nicht irre. Kann gut sein. Oh.
Mann. Boah, wie viel hier rumliegt. Medikit gefunden! Ja, ja. So, erstmal ein bisschen was verkaufen. Mir ist die Musik übelst leise. Mal ein bisschen lauter stellen. Hm. Hier im Shop wird gerade ein Feuer, ein Schild angeboten mit 158. Erzeugt kleinen Feuerstoß, wenn er braucht. Guck mal was. Oh ne, hier hat's keine Waffen, Alter. Mann. So, ein Muni kaufen. So habe ich mir schon gekauft. Okay. Für mich? Ganz sicher? Kann ich die haben? Cool, danke. Cool, kann ich meine alte Sniper wenigstens verhökern. Jetzt habe ich eine Elementar-Sniper, das ist gut. Vierfach Feuerschaden, glaube ich, war das. Also, wir können dann los, wenn alle fertig sind. Jo. Meinst du, du schaffst deine 1000 Abo? Ninten? Irgendwann vielleicht. Grasbrot. Vielleicht so in 10 Jahren. Keine Lust zu antworten, ne? Hörst du mich noch? Stefan? Hörst du mich? Doppelt? Nein. Okay, jetzt habe ich nämlich Skype wieder angeschaltet. Cool, na, solange ich dich nicht doppelt höre, ist doch alles schön. Ja, ansonsten sagst du es einfach. Und zu der Frage, vielleicht so in 10 Jahren? Ja, wegen der Fanpage bei Facebook. Frage ich mal so nach. Wann wir so damit rechnen können. Aber wir brauchen mal ein Auto, oder? Hier so schön. Jetzt müssen wir uns ja schon zwei Autos machen.